Ja, wir möchten jetzt unsere Vortragsreihe des heutigen Tages fortsetzen mit einer Präsentation von Hartmut Suhrmann, der über Einsätze im Rahmen des Deutschen Rettungsrobotikzentrums berichtet. Hartmut Suhrmann ist Professor an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Gleichzeitig ist er Präsidiumsmitglied vom Deutschen Rettungsrobotikzentrum. Und er war in einen Einsätzen beteiligt, die im Rahmen des Deutschen Rettungsrobotikzentrums bewältigt wurden. Er wird heute darüber berichten, zum einen über einen Einsatz in Erftstadt im Zuge der Hochwasserlage im Sommer letzten Jahres und über einen Einsatz in Berlin, wo das Landeskriminalamt Berlin bei der Brandursachenermittlung unterstützt wurde. Damit gebe ich das Wort an Hartmut. Ja, vielen Dank, Stefan, für deine netten einleitenden Worte. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen hier zu meinem Vortrag Kombinierte Drohneneinsätze und digitale Lagemodelle. Die Lagebeurteilung als Schlüssel des Einsatzerfolges. Ich bin von der Westfälischen Hochschule und gleichzeitig vom DRZ und das Ganze wird natürlich im Team gemacht. Deswegen haben wir auch nochmal das ganze Team im Bild vertreten. Das deutsche Rettungsrobotik ist weltweit einmalig und zwar, weil hier es geschafft worden ist, die Wissenschaft, die Industrie und die Anwender in einer einzigen Institution zu vereinigen. Und unser Präsident Dirk Aschenbrenner hat gestern Abend in der Ansprache schon gesagt, dass er sich freut, dass bis zu 40 Institute hier sind. Das ist insofern einzigartig, auch weltweit einzigartig, weil die Forscher ihre Elfenbeinturm verlassen und die Endanwender, die Feuerwehr, auch offen genug ist, nicht alles, was nicht hundertprozentig funktioniert, sofort wegzudrücken und abzukanteln, sondern sich auf diese komischen Wissenschaftler einlässt und auch die Ideen und die Ansätze, die vielleicht noch nicht im Endstadium sind, in verschiedenen Missionen auszuprobieren. Das DRZ ist damit die zentrale Institution für die Konzipierung und Entwicklung, aber auch die Standardisierung und Integration von rettungsrobotischen Systemen. Und wir alle wissen, dass der Klimawandel eine große Herausforderung für uns ist und dass gerade Rettungsroboter uns dabei unterstützen können. Und wenn wir die letzten 20 Jahre zurückgucken, dann hätte sich keiner vor 20 Jahren ausgemalt, dass heute jeder irgend so ein komisches Ding in seiner Tasche hat, das funkt, mit dem man telefonieren kann und Videos in einer Auflösung aufnehmen kann, die jenseits von der Kamera sind, die wir vor 20 Jahren zur Verfügung hatten. Und wenn man das den Leuten gesagt hätte, dann hätten die alle nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, hier nochmal die Vision des Deutschen Rettungsrobotikzentrums. Wir bestreiten neue Wege zum Schutz und zur Rettung von Leben. Das ist ein einzigartiges Netzwerk aus Forschung, Anwendern und aus der Industrie. Und hier werden Technologien zusammengebracht und in die Einsatzpraxis gebracht, die an der Schwelle der technischen Entwicklung stehen. Das bezieht sich insbesondere auf Roboter und die meisten kennen Roboter vielleicht nur aus dem Fernsehen. Und hier haben wir verschiedene Roboter im Einsatz. Und wenn man das sehen möchte, dann geht man in Halle 17. Da ist der Stand des Deutschen Rettungsrobotikzentrums. Und da gibt es zweimal am Tag immer eine Vorführung, wie wir hier links sehen, mit dem D2. Und da kann man sehen, wie der in der Lage ist, Türen zu öffnen und Ventile zu schließen. Und auch wenn das ein bisschen länger dauert, wie Einsatzkräfte das machen, muss man dafür dann keine Einsatzkraft riskieren. Ja, ich möchte von zwei Einsätzen berichten. Und zwar letztes Jahr im Februar in Berlin, Marienfelde. Da ist eine Galvanikhalle abgebrannt. Da waren 170 Feuerwehrleute im Einsatz, haben über 12 Stunden gelöscht. Diese Halle, ein Galvanikbetrieb, hat natürlich hochgiftige Materialien. Davon wurden auch einige in einem Radius von bis zu 3 Kilometer freigesetzt. Die Bevölkerung war natürlich sehr erfreut darüber. Über 2000 Quadratmeter der 5000 Quadratmeter Halle wurden zerstört.
Und insbesondere ist beim Löschen kontaminiertes Löschwasser in die Kanalisation gelaufen. Das hat dann dazu geführt, dass in den Kanälen tote Fische rumschwammen und in der Kläranlage alle Bakterien hinüber waren. Die haben sich natürlich dann auch entsprechend darüber gefreut. Und aufgrund dieser hohen Zerstörung und des hohen Schadensausmaßes wurde die Halle geschlossen und es gab ein Betretungsverbot. So, jetzt hat man da so eine Halle stehen mit hochgiftigem Material, Löschwasser, 10 cm da drin und nu? So, ne? Wie sieht's aus? Ideen, wie man jetzt an irgendwelche Informationen aus dem Inneren kommt? Roboter. Genau, könnte man natürlich meinen. Haben wir natürlich auch versucht. Es gab hier auf der Seite vom Landeskriminalamt ein offizielles Amtshilfeersuchen. Und man ist zu uns gekommen, weil man vorher an einigen Stellen schon abgeblitzt ist. Die Berliner Feuerwehr hat das natürlich auch versucht mit ihren Drohnen. Da hatte man so ein bisschen Angst um diese Drohnen, weil man in den verschiedenen Einsätzen noch nicht so viel Erfahrung hatte. Und man hat natürlich bei diesen Sportfliegern geguckt, ob die das nicht machen wollen. Aber die haben das Problem, dass deren Drohnen, dass sie zwar mit irre Geschwindigkeit da durchfliegen, aber das sind Analogfunkverbindungen. Und wenn das eine Industriehalle ist mit ein bisschen Metall und Beton, ist sofort hinter der Tür vorbei mit der Verbindung. Und dann hat man da noch ja, ein paar Akkus unten in dieser Brühe liegen. Das heißt, die wollten das auf keinen Fall machen. Und deswegen hat man gedacht, naja, es gibt doch so ein paar Verrückte im Deutschen Rettungsrobotikzentrum da in Dortmund. Da ist auch so ein verrückter Professor, der hat schon einiges gemacht beim Erdbeben in Amatrice mit so ein paar Drohnen. Lass uns doch mal gucken, ob die das nicht machen wollen. Und genau das haben wir natürlich auch gemacht. Wir sehen hier so ein bisschen den Ablauf, aber ich will den einfach nur hier so ein bisschen zeigen, wie das gesehen hat. Und ich zeige eigentlich an den Bildern, wie wir den Tag ein bisschen bestritten haben und wie wir das entsprechend gemacht haben. Das allererste ist, wir sind mit dem ROP-LW und den kann man auch in Halle 27, in Halle 17, ne? In Halle 17 beim Deutschen Rettungsrobotikzentrum bewundern. Das ist ein spezielles Fahrzeug, was im Dienst gestellt ist für die Feuerwehr Dortmund und da vom Fernmeldezug betrieben wird. Der war bestückt mit 4 Personen und unterschiedlichen Drohnen, alles kleine Drohnen. Und insbesondere gab es hier keinen Bodenroboter, weil wir natürlich wussten, dass da 10 cm Löschwasser und Galvanikflüssigkeit steht. Und dann, naja, wenn man elektrochemisch glänzt, weiß man ja ungefähr, was von Ketten und Rädern überbleibt, wenn man da tatsächlich drin fahren möchte. Zusätzlich haben wir noch neue Kameras, 360-Grad-Kameras mitgenommen. Und zwar insbesondere sehr kleine und sehr leichte. Der große Vorteil dieses ROP-LWs, wie wir ihn nennen, ist, dass er sehr leistungsfähige Rechner, IT-Hardware hat. Und zwar nicht nur die entsprechende IT-Hardware, sondern auch die Software mit einem Mini-Rechenzentrums-Ausstattung, Cloud-Software, aller möglichen Kommunikationsverbindungen, 4G und natürlich auch entsprechende Serverdienste im Backend. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel in Erftstadt, wo nichts mehr war, keine Stromversorgung mehr war, keine Funkverbindung mehr war, trotzdem autark weiter die Mission betreiben konnte. So, was haben wir denn jetzt gemacht an dem ersten Tag? Und wir fangen direkt an mit dem allerersten. Und zwar, wir haben uns erstmal versucht, einen Überblick zu schaffen. Und wie macht man das? Man macht hier mit den Drohnen einen sogenannten Überblicksflug, einen Meanderflug, einen gridbasierten Flug, so wie wir gerade in dem Muster das gesehen haben. Und die Drohne fliegt das Ganze autonom ab. In dem Fall hat das ungefähr eine Viertelstunde gedauert und wir haben ca. 170 Fotos aufgenommen von der entsprechenden Umgebung und sind hier, das war die Vorgabe, in 50 Meter Höhe darüber geflogen. Es war in Berlin, höher durften wir da nicht fliegen. Und hier sehen wir schon eines der Ergebnisse, und zwar das 3D-Modell, ein georeferenziertes 3D-Modell, was wir innerhalb einer weiteren Viertelstunde vor Ort in dem ROP-LW berechnen. Und zwar ohne Funkverbindung, ohne irgendwas anderes und ohne, dass wir irgendwo hin müssen. Ja, man sieht hier, wir vermessen hier aktuell gerade die Oberlichter und man sieht, naja, wenn die frei genug sind mit 1 Meter mal 2 Meter, dann hat man die Möglichkeit, naja, mit so einer Drohne 60 cm da durchaus reinzufliegen. Ja, und dann bleibt der spannende Teil, was ist da jetzt da drin? Wie sieht es da drin jetzt aus? Ne? Genau das haben wir dann in einem zweiten Schritt gemacht. Und zwar wie, das haben wir hier gezeigt. Man sieht auf der rechten Seite die eine Drohne, die unten in das
in das Gebäude einfliegt. Und wir sehen das Bild hier von der zweiten Drohne, die da oben drüber steht. Deswegen stehen auf dem Dach zwei Piloten. Und der zweite Pilot, der positioniert die Drohne genau überhalb der ersten Drohne. Wir sehen hier unten, dann wird autonom ein sogenannter Panoramamodus ausgelöst. Das heißt, es werden zwischen 26 bis 36 Fotos ausgelöst. Und jedes Mal, wenn hier eine Drehung gewesen ist, dann geht der Gimbal hoch und runter und nimmt drei neue Bilder auf. Und diese Bilder werden innerhalb von einer Minute hinterher zusammengesetzt und man kann sich das 360-Grad-Panorama dann entsprechend angucken. Warum muss man das mit zwei Drohnen fliegen? Naja, diese Drohnen können nur nach vorne und nach unten gucken, aber nicht nach oben. So, und wie will man, wenn man jetzt reingeflogen ist, wieder rausfliegen, wenn man nicht nach oben gucken kann? Und da kommt genau der zweite Pilot ins Spiel. Denn der hat durch den Blickfeld von oben auf die untere Drohne die Möglichkeit, den zu navigieren und ihn genau so zu positionieren, dass er wieder aus dem Fenster rausfliegen kann. Das heißt, man braucht nicht nur gute Piloten, sondern man braucht auch eine gute Kommunikation zwischen den beiden Piloten, um die Drohne entsprechend wieder rauszuholen. So, und dann wollen wir gar nicht so lange warten. Hier sehen wir dann, wie es tatsächlich darin ausgesehen hat und hier die Bandmaschinen. Und das Grüne, was man hier sieht, das ist hochgiftiges Cyanid, was in dieser Halle da entsprechend rumliegt. Man sieht auf der einen Seite noch das Hochregallager und hier diese ehemaligen Bandmaschinen. Man sieht die Auflösung dieser Panoramen und hier sehen wir ungefähr eine der Stellen, wo man vermutet, dass hier das Feuer ausgebrochen ist. So, der Vorteil dieser Panoramen sieht man schon. Also man kriegt on the fly innerhalb der Minute diese Auflösung von 8000 mal 4000 Punkte. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, also sprich von der SD-Karte die hochaufgelösten Fotos zu nehmen, dann kriegen wir die sogar eine Auflösung von 16.000 mal 8.000 Punkten. Und das ist eine Wahnsinnsauflösung, mit der man sich dann in dem Gebäude entsprechend noch umgucken kann. Links oben sehen wir dann noch verschiedene Zahlen. Das sind genau die Punkte gewesen, an denen wir von oben eingeflogen sind und jeweils entsprechende Panoramen aufgenommen haben. Man sieht auch, es sind nicht alle Punkte. Warum? Naja, durch die Hitze des Brandes haben sich manche Rahmen so stark verzogen, dass ein Einfliegen von oben nicht mehr möglich war, ja, weil wir zu viel Hindernisse damit in der Umgebung hatten. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, haben wir trotzdem noch eine Chance, da Bilder zu kriegen an diesen Stellen? Und da sind wir dann auf folgende Idee gekommen und das haben wir ja auch gemacht. Das sieht man links oben, das ist die Drohne und wenn man genau hinguckt, sieht man unten dran, haben wir genau diese 360-Grad-Kamera gehangen, wie an einem Windvogel, den Schwanz unten, in 1,50 Meter und haben mit der Drohne die Kamera durch auch die Öffnungen, die zu klein waren, in das Gebäude heruntergelassen. Und diese 360-Grad-Kamera, mit der haben wir dann die Möglichkeit, noch weitere Bilder auch von den Bereichen zu kriegen, wo man nicht reinfliegen konnte. Und rechts sieht man jetzt, was wir zusätzlich aus der Informatik dann aus diesen Daten machen, nämlich da man ja innen drin kein GPS hat, muss man jetzt diese Bilder lokalisieren und das machen wir durch ein spezielles robotisches Verfahren, sogenanntes SLAM-Verfahren, also ein gleichzeitiges Lokalisieren und Kartenbau und genau das ist, was man hier sieht. Das Grüne ist die Lokalisierung dieser Bilder und das andere sind eine Punktewolkendarstellung aus der entsprechenden Umgebung. Diese Punktewolken, die sind den Robotikern vertraut und wir haben den Endanwendern die immer schon zur Verfügung gestellt, weil wir mit den Laserscannern einen Sensor hatten, der genau diese Punktewolke immer erzeugt hat. Aber leider sind diese Punktewolken bei den Endanwendern nie auf viel Gegenliebe gestoßen. Warum? Man sieht das hier so ein bisschen. Naja, die Qualität, man erkennt schon ungefähr diese Trajektorie, das sieht man schon sehr gut. Ja? Aber eigentlich sehen die noch nicht so richtig toll aus. Und wenn wir schon Bilder haben, warum müssen wir uns dann so schwach verpixelte Laserpunktewolken angucken? Und wir sind jetzt hier auf weitere Auswertungen gekommen. Und zwar haben wir einen Panorama-Viewer generiert. Denn mit dieser Trajektorie von diesen grünen Punkten, die wir gerade gesehen haben, das sind sogenannte Keyframes, haben wir die Möglichkeit, Google Street View-Darstellungen für diese Halle nachzubauen. Und genau das sieht man hier. Wir sehen hier immer blaue und rote Punkte. Bei Google Street View hat man das auf dem Boden, die Markierung, und klickt die dann immer weiter an, um dann in diese Position zu kommen. Und hier ist das natürlich die Drohne
an beliebige Positionen in dem Raum und man sieht, man klickt dann so eine Position an und man kann sich dann umgucken, wie es auf dem Dach da aussieht. Man sieht so ein bisschen die Zerstörung und wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter klicke, dann komme ich genau auf diese entsprechende weitere Position, ne? Und von da kann ich dann zum Beispiel nach unten gucken oder von da dann auf einen der unteren Punkte klicken. Und jedes Mal bekomme ich ein 360-Grad-Panorama von der Umgebung. Ja, ich kann an beliebige Stellen hingehen und mich umgucken und genau angucken, wie das an der Stelle aussieht. Gleichzeitig rechts sehe ich dann noch ein entsprechendes Video. Das ist das Video, was aufgenommen ist. Das war insgesamt hier ein Flug von über 16 Minuten. Und wenn ich hingehe und das Video abspiele, dann landet das genau an der Position. Und in dem Bild haben wir gerade gesehen, unten die 360-Grad-Kamera, die war nicht zu sehen, aber oben drüber schön die beiden Drohnen, wie die übereinander positioniert waren, um dieses entsprechende Ergebnis zu befliegen. Ja, und man sieht hier noch einen weiteren Trick, denn natürlich hat man Probleme mit dem Funk in diesem Beton und in diesem Stahl, der da entsprechend auftritt. Deswegen sind wir auf den Trick gekommen und sind auf das benachbarte Dach gegangen, was noch stabil war, und haben den ganzen Einsatz von oben geflogen und hatten so nicht diese Funkprobleme, die wir hätten, wenn wir vorher das von außen durch den ganzen Beton und den Stahlbeton hätten machen müssen. Ja, das war soweit die Lage für Punktladen bei einer Hallenbegehung, und man sieht, auch wenn man früher keine Gelegenheit hatte, in so einem nicht begehbaren Gebäude, im gestörten Gebäude, Informationen daraus zu bekommen, ist das heute mit der neuen Drohnen- und Robotiktechnologie und den neuen IT-Algorithmen, den wir haben, möglich. Wie sieht das Ganze jetzt denn aus, wenn wir sowas wie Flächenlagen haben, wie bei dem NRW-Hochwasser oder bei dem Mitteleuropa-Hochwasser, was wir im Juli 2021 hatten? Ja. Auch da haben wir im Prinzip Ähnliches angewendet, wie wir das auch bei dem Brand angewendet haben. Wir sind angefordert worden, weil wir damals schon mit dem Kreis Viersen geübt haben und die wussten, was wir an IT-Algorithmen drauf haben und was wir mit den Drohnen machen können. Da haben sie sofort gesagt, ja, die brauchen wir auch, die wollen wir entsprechend holen. So, dann sind wir da am Wochenende angekommen und am Anfang konnten die gar nichts damit anfangen. Die wussten überhaupt nicht, was sollen wir jetzt mit diesen Leuten anfangen. Ja, also dann haben die uns geschickt genau an diese Abbruchkante, genau dieses Bild, was wir hier sehen. Weil von der einen Seite mit Booten war da nichts mehr zu machen. Das war so versandet, dass du da nicht mehr hinkommst, auch wegen dem ganzen Unrat, da kannst du mit Booten nicht mehr hinfahren. Und von der anderen Seite war diese ganze Straße unterspült, da konnte auch keiner mehr hin. Ja, also wie kann man jetzt genau das Gleiche wie in der Halle an dieser Abbruchkante das Ganze inspizieren und Informationen darüber kriegen? Ja, und wir haben natürlich das Gleiche gemacht. Das Erste haben wir natürlich mal eine Drohne da in der Luft gesetzt und die Abbruchkante beobachtet. Ja, die war ja sehr dynamisch, auch beim Abfließen vom Wasser sind immer wieder Stücke mal nachgebrochen. Und da brauchte man natürlich erstmal eine Information, wenn wieder was passiert ist. Also das ist das, was eigentlich alle oder was die Feuerwehren, die Drohnen einsetzen, heute auch schon machen. Die benutzen nämlich diese Live-Bilder. So, aber wir können ja gerade, wie wir gerade gesehen haben in Berlin, wir können doch mehr. Deswegen haben wir erstmal angefangen, solche sogenannten Überblickskarten zu erstellen. Und zwar nach dem gleichen Prinzip wie in Berlin, nur natürlich in größeren Höhen, sodass wir nicht mehr in 50 Meter geflogen sind, sondern in 120 Meter und dann entsprechende Überblicksbilder und 3D-Modelle erzeugt haben. Nach den Einsätzen haben wir genau diese Daten der VfDB übergeben. Das ist dann sogar in das Lagebildsystem integriert worden, in ARCIS. Und ich glaube, das kann man heute sich immer noch entsprechend angucken. Dann gibt es aber noch den dritten Punkt, der nämlich wichtig ist. Wir haben diese Daten vor Ort ausgewertet. Also das, was man eigentlich im Netz mit dem Lagebildsystem macht, können wir vor Ort in einem ROP-LW innerhalb von einer Viertelstunde wieder machen. Das haben wir auch wieder gemacht. Und anschließend haben wir diese Inspektionspunkte genommen. Das sind alles GPS-Punkte. Und die haben wir dann im Detail erkundet. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Fahrzeuge, die im Wasser waren, wo wir tatsächlich bis auf die Fensterscheiben rangeflogen sind und uns angeguckt haben durch die Milchscheiben, ob man da noch irgendwas erkennen kann, beziehungsweise hier bei dem Unrat und bei dem Schutt, ob da noch verschiedene Sachen vorliegen. So, und hier sehen wir natürlich jetzt einmal ein entsprechendes Lagemodell, das ist ein sogenannter Ortomap, und in diesem Ortomap kann man sich zum Beispiel diese Bilder einblenden lassen, das sehen wir hier,
Und wir sehen wieder, das ist wieder dieser typische Mäanderflug, den man mit der Drohne vorher programmiert und die dann autonom und automatisch fliegt. Und hier sehen wir dann mal entsprechendes Detailbild, das man sich dann angucken kann, indem man dann eines dieser Punkte auswählt und anklickt. Ja, man sieht noch die entsprechende Auflösung, also es ist tatsächlich immer so ein zusammengesetztes Foto. So, und jetzt kommt eines der großen Errungenschaften. Man muss nicht zwei Bilder nebeneinander legen, sondern wir können hier mit einem Slider jeweils das neue Bild und das alte Bild übereinander legen und hin und her moven, sodass man sehen kann, wirklich übereinander gelegt, wie sah die alte Struktur aus und wie sah die neue Struktur aus. Und das ist wirklich eines der ganz neuen, tollen Dinge. Gleichzeitig haben wir dadurch, dass es ein 3D-Modell ist, natürlich auch noch ein Höhenmodell berechnet. Und das ist hier repräsentiert. Und man sieht sehr schön natürlich, auch da kann man wieder das Google Maps-Bild mit dem Höhenprofil übereinander legen und dann wunderschön sehen, wo denn das Wasser steht und wie hoch das Ganze ist. Ja, hier sehen wir jetzt tatsächlich dann das 3D-Modell. Auch hier können wir uns natürlich wieder die Bilder anzeigen lassen. Und welche Qualität das hat, das muss man sich mal angucken. Das wird nach einer Viertelstunde Berechnungszeit, bekommt man hier so ein texturiertes Bild nach einem kurzen Drohnenflug. Und wenn man da reinguckt, das ist wirklich ein 3D-Modell. Das ist kein Foto, was man jetzt hin und her bewegt, sondern von oben tatsächlich die entsprechende Struktur. Und wir können hier hingehen und genau, wie wir das in Berlin auch gemacht haben, die Übergänge bemessen und bemaßen und uns dann genau angucken, wie groß irgendwas in der entsprechenden Umgebung ist. So, ja, jetzt haben wir genau dieses Überblicksbild und ich hatte gerade schon gesagt, das ist dann die Grundlage gewesen für die Detailplanung. Man guckt hier in dem Modell rein, wir sehen hier ganz unten, da liegen die Autos drin und das waren natürlich zwei Markierungspunkte und dann natürlich die abgebrochenen Hauskanten, als weitere Markierungspunkte, die man genau zu inspizieren hatte. Und ansonsten kann man sich mal überlegen, wie will man einen Tag nach dem entsprechenden Unglück da überhaupt hinkommen, wenn wir da weder zu Fuß noch mit einem Boot noch, ja, wie will man da sonst irgendwo hinkommen? Und man sieht natürlich wieder hier den großen Vorteil der Drohnentechnologie, den wir hier haben. So, das Ganze haben wir am nächsten Tag nochmal gemacht und was ich hier nebeneinander liege, sind zwei verschiedene Höhenprofile, die wir über verschiedene Tage aufgenommen haben. Und was wir hier wunderbar sehen ist, von dem einen auf den anderen Tag haben wir einen Wasserverlust von 40 cm gehabt. Das heißt natürlich, dass der Druck, der auf dieser Abbruchkante herrscht, deutlich abgenommen hat. Und das hat dazu geführt, dass man die Einheiten natürlich noch viel weiter zurückziehen musste, weil natürlich die Gefahr durch das abfließende Wasser wieder dazu führt, dass entsprechend Abbruch, neuer Abbruch entstehen kann. So, hier sehen wir nochmal einen Teil dieser Detailerkundung. Man sieht, wir fliegen hier unterhalb der ehemaligen Straßenkante, also in den entsprechenden Kellern. An der Seite rechts und links, diese beiden Einheiten, das ist von der Drohne die entsprechenden Schutz für die Propeller. Das heißt, wenn wir leichte Berührung haben, stürzt diese Drohne überhaupt nicht ab. Und man kann hier eine Inspektion vornehmen. Und auch diese Drohne kann man sich angucken, die ist im DRZ auf Halle, in Halle 17 ausgestellt. Ja, und man sieht, in einigen Fenstern lässt sich natürlich nicht reingucken, weil es ist nachts gewesen und da sind die Rollos noch runter. Da kann man dann entsprechend nicht weiterkommen. Und hier, das war einer der letzten großen Inspektionspunkte, diese Reithalle. Und in dieser Reithalle sieht man wunderbar, die Hälfte der Boden war weg. Und das Gleiche wie in der großen Halle in Berlin, man hatte natürlich überhaupt keine Ahnung mehr. Es war natürlich komplett gesperrt und keiner wusste, wie es daran aussieht. Ne? Liegt noch ein Pferdekadaver da rum, liegt noch irgendwie ein anderen Tierkadaver rum. Ja. Und jetzt hier, wenn man dann durch das Fenster fliegt, sieht man hier die halbe Halle, die hier weggebrochen ist. Der andere Teil, der da hier noch ein bisschen steht. Und was man auch sieht, ist glücklicherweise, kann man relativ gut sehen, dass es keine weiteren Dinge in dieser Halle zu finden gibt oder zu beklagen ist. Wir sehen auch ein bisschen, das war Juli, ungefähr bis zu dieser Zeit. Wir haben das tatsächlich bis abends um 10 Uhr noch gemacht, sind dann mit den entsprechenden Daten auch in die entsprechende Stabssitzung gegeben und haben das in einer kleinen Präsentation vorbereitet. Und man hat am Anfang, das hat man uns aber erst nachher gedacht, weil man nicht wusste, was macht man mit diesen komischen Leuten jetzt, mit ihren Rettungsrobotern und ihren Drohnen. Komm,
lass die einfach dahin schicken, weil da können wir sowieso nichts machen im Augenblick. Ja, da kann überhaupt keiner hin. Das hat man vorher gewusst. Also da können die auch nichts falsch machen. Und es war der S1 hat gesagt, es war das erste Mal, dass es Applaus gegeben hat, weil man überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass man so einen Erfolg hat, dass man das so inspizieren konnte und das an der schwierigsten Kante, die es überhaupt war. Ja, im zurückgelegenen Gebiet kann man natürlich die Häuser so inspizieren und weiter draußen kann man auch mit dem Boot hinfahren. Aber hier an dieser Kante, da ging natürlich dann entsprechend gar nichts. Ja, hier nochmal, was man daraus gelernt hat oder als kleine Lessons Learned Lektion, die man vielleicht mit nach Hause nehmen kann. Also gerade für die Drohnen ist das so, die können nicht nur Live-Bilder liefern. Also die sind wichtig, die Live-Bilder, gerade bei dynamischen Umgebungen, gerade wenn es brennt. Sondern man muss sie systematisch einsetzen. Und wenn man das macht, dann kriegt man Übersichtsbilder, 3D-Modelle, Höhenprofile. Setzt natürlich voraus, dass man genügend Rechenleistung hat, die man vor Ort mitbringen muss und entsprechend geschultes IT-Personal, was man auch mit an Bord bringen muss. Ja? Das heißt, auch die Fähigkeit bei völlig zerstörter Infrastruktur und ohne öffentliches Mobilfunknetz kann man mit Digitaltechnik und Drohnen Einsatzstellen, und zwar richtig schwierige, sogar die schwierigsten überhaupt, Einsatzstellen aufklären. Ja? Und das wird in Zukunft ein zentraler Schlüsselfaktor sein bei der Hilfe von bei der Bewältigung von Katastrophen, denn wir wissen alle, dass durch den Klimawandel das eher mehr werden wird als weniger. Was wir links unten noch sehen, das ist auch ein Teil, der aus der Forschung kommt, den wir aber auch schon in Übung anwenden. Das sind sogenannte KI-Detektoren, die hier Feuer erkennen und auch die entsprechenden Einsatzfahrzeuge und die in der Lage sind, auf Live-Bildern automatisch dann in Feuer zu klassifizieren und auch die Position der Einsatzfahrzeuge. Und unten rechts sehen wir noch einen weiteren Einsatz, den wir im Februar in Essen beim Brand in dem Wohnhaus hatten. Und hier war das weltweit das erste Mal, dass wir so eine Drohne mit 360-Grad-Kamera eingesetzt haben. Und wir sehen hier unten dieses 360-Grad-Kamera-Bild, wie diese Drohne innerhalb von 5 Minuten bis zu 4 Etagen inspiziert. Und man hinterher, die Darstellung ist sicherlich gewöhnungsbedürftig, dieses komplett inspizieren kann. Ja, also man muss sich ein bisschen fokussieren auf das Vordere. Da sieht man nämlich den vorderen Teil der Drohne. Und was links und rechts ist, muss man ein bisschen behandeln wie so ein Auto mit Rückspiegel. Das sind nämlich dann die entsprechenden anderen Teile, wo man entsprechend nach hinten gucken kann. Und das Geniale dabei ist, sie haben zu jedem Zeitpunkt immer alle Bilder. Ja, und durch das Video kann man genau an diese entsprechenden Teile immer hinspringen. So, damit haben wir 16.30 Uhr und ich möchte meinen Vortrag damit schließen. Und falls Sie Fragen haben, bitte gerne kommen Sie zu mir oder wir können das auch über das Mikrofon machen, wenn das öffentlich ist. Ja, und ansonsten, das DRZ ist natürlich in Halle 17, also wer interessiert ist, kann sich da auch noch weitere Sachen angucken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.